Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Douglas-Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist der klassische Douglas-Adventskalender, der normalerweise ja so riesig ist, ne? Ja, gut, ne? Lässt sich gleich ausklappen, das ist okay, aber ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich wirklich sagen. Ich mochte den eigentlich damals, diesen überdimensional riesen, fetten, großen Adventskalender einfach immer wieder gerne. Schade, dass sie das Format so ein bisschen geändert haben. Der kostet 59,99 und ich glaube, den Preis haben die auch ein bisschen geändert. Soll einen Warenwert von 350 € beinhalten und ja, schaut so aus. Das ist null verspielt, ne? Das ist schon sehr erwachsen. 24 Exclusive Beauty Highlights for You. Ne? Dann gucken wir mal, was hier exklusiv ist. Ein paar Marken sind hier auch abgebildet und so. Und huch, ja gut, ich öffne das Schleifchen und nehme die eine Schleife einfach mal komplett ab. Läuft. Aber gut, ich werde den eh nicht wieder verwenden können, weil es ist nun mal leider, leider ein Kläppchen-Adventskalender. Das ist schade. Von innen sieht er aus wie außen. Wir haben halt dieses wirklich schön weihnachtlich rot-schwarz-goldene Design. Schöne Weihnachtsgeschenke. Ich persönlich habe es aber eigentlich ganz cool gefunden, wenn wir halt so ein großes, ein bisschen kitschiges Muster drauf hatten. Naja, wir gucken jetzt einfach mal in die Nummer 1. Erwähnenswert ist dabei, dass in den Kläppchen sich immer Zusatzinformationen befinden. Und da kommst du bestimmt direkt auf die Homepage, um dir das Produkt nachkaufen zu können. Hier haben wir zuallererst ein bisschen Pflege drin. Apricot, Hyaluron Facial Patches, Gesichtspatches. Achso, das machst du dich hier auf der Stirn, wahrscheinlich gegen die Stirnfalten. Ja, für die Stirn- und Zornesfaltenreduktion 24 Stück. Ja, guck, vegan, cruelty-free, läuft. Finde ich schön, habe ich noch nie gesehen, die Marke. Finde ich sehr interessant. In der Nummer 2 haben wir ein Produkt von einer neuen Marke und zwar Keys. Das ist ja diese neue Marke von Alicia Keys. Soul Care Skin Transformation Cream. Oh, 6 Gramm mit Bakuchiol und Malachit. Oha. Okay, ja, das ist eine Gesichtscreme und erfahrungsgemäß ist dieser Adventskalender auch eher was für erwachsene Frauen und nicht für jugendliche Mädels, weil wir halt hier auch so Anti-Aging-Pflege und sowas drin haben. Was ich natürlich nice finde und auch den Preis in dem Sinne ja auch erhöht. Aber dann natürlich ein bisschen blöd ist, wenn so ein Teenager-Mädchen den Adventskalender bekommt. Wobei, allein vom Optischen her sagt er ja schon, hey, ich bin jetzt nicht unbedingt für 15-Jährige geeignet. Wobei auch 50, egal, ne? 15-Jährige können den auch schön finden, ist ja alles tutti. Aber Achtung, hier sind Produkte drin mit Anti-Aging, das wollte ich nur sagen. Mensch! Abercrombie & Fitch haben wir in der Nummer 3 und wir haben zum einen die Marke Abercrombie & Fitch eigentlich jedes Jahr mit drin und zum anderen auch ein Parfum von denen. Und das hier ist jetzt das Authentic Night Woman mit 10 Millilitern. Und was ich hier erwähnenswert und sehr, sehr positiv finde, ist, dass wir hier kein Rollerball haben, sondern tatsächlich ein Parfum zum Sprühen. Finde ich gut. Auch die Marke Elf ist ja relativ neu bei Douglas eingezogen. Mensch, das finde ich echt klasse, dass wir hier nicht so Oldies nur drin haben, sondern auch neue Marken, neue Produkte. Gut, der Poreless Putty Primer ist jetzt kein ultra neues Produkt, glaube ich. 21 Gramm sind hier drin enthalten und auch die sind ja cruelty-free und vegan. Aber finde ich, also ne, sonst sind Adventskalender ja schon Ewigkeiten im Voraus geplant und du hast halt schon gute Produkte da drin, aber jetzt nicht so die absoluten Neuheiten. Deswegen finde ich das echt toll, dass wir hier so ne, Keys drin haben, dass wir das mit drin haben und mal gucken, was da sonst noch so drin ist. Die Nummer 5 ist echt ein Oschi von einem Kläppchen, ne? Der Wahnsinn, der Tag vor Nikolaus. Und vor Nikolaus sollen wir nochmal schön unsere Hände fein machen. Ich hätte es witziger gefunden, wenn hier eine Fußmaske drin gewesen wäre. Von Starskin ist das die Nourishing Double Layer Hand Mask Gloves, Hollywood Hand Model, The Secret Revealed, alles klar, krasses Zeug. Hatte ich, glaube ich, auch mal in einer Sonderedition von der Goodiebox mit dabei. Ja, das lässt du wie lange drauf? 15 Minuten. Ist für mich halt praktisch, ich kann die drauf machen, wenn ich gerade dabei bin, Videos zu schneiden oder so, ne? Oder wenn man vom Fernseher ist oder so. Du kannst aber auch genauso gut dir einfach eine sehr reichhaltige Handcreme nehmen, dir die relativ dick drauf machen und dir dann so Baumwollhandschuhe drüber ziehen, ne? Weil für eine Einmalanwendung ist das ganz schön teuer. Wenn man es im Adventskalender drin hat, ist es aber eine schöne Sache, finde ich. Okay, Nikolaus gibt uns ein Parfum-Miniaturgedönsen. Das finde ich schön von Ariana Grande. 10 Milliliter haben wir hier drin von dem REM. Quatsch, das sind doch keine 10 Milliliter, oder? 6,5 vielleicht?
Ist aber leider kein Sprüher, sondern nur so ein Rausschüttvieh. Wunderschön. Also ich glaube, für die Leute, die Parfum-Miniaturen sammeln, die sich dann auch eh immer diesen Adventskalender holen, weil du hier immer ein, zwei von diesen Miniaturen drin hast. Eine coole Geschichte. Ich sammle sowas aber nicht, ne? In der Nummer 7 haben wir eine Augencreme von Biotulin. Auch Biotulin ist eine Marke, die wir immer im Adventskalender von Douglas drin haben. Eye Matrix Lifting Concentrate Eye Cream, super teuer. Cannabis Sativa Seed Oil. Hier haben wir 7,5 Milliliter drin. Und ich finde es immer so fancy, ne? Du hast diese Biotulin-Verpackung, die echt nicht super hochpreisig aussieht, ne? Aber das Produkt ist immer so sackteuer und ich erschrecke mich immer, wenn ich das hier oben einblende, ne? Egal, jo, haben wir hier mit bei. Cool. Also der Adventskalender macht Spaß, weil hier haben wir schon wieder so irgendwie einfach mal was anderes mit drin. Und zwar von Real Techniques, ein Schwämmchen, finde ich gut, aber nicht irgendeins, sondern dieses Miracle Complexion Sponge Vieh, was irgendwie auch so hier oben heller als hier unten ist. Wie nennt man das? Farbverlauf wahrscheinlich. Ja, hat man gerne in einem Adventskalender, ne? Da kannst du Pudertexturen auftragen und halt auch flüssige Texturen, also Creme, Make-up und sowas alles. Antimikrobial läuft, geil. Die Nummer 9 darf immer machen, dass wir uns ein bisschen mehr freuen. Und hier haben wir auch wieder eine Marke drin, die wir hier immer drin haben. Und zwar Anayake oder Anayaki, das Wakame. Ja, Anti-Aging Multi-Protection Intensive Cream, auch das ist eine relativ hochpreisige Marke, 15 Milliliter. Ich persönlich mag den Duft davon nicht so gerne. Die Wirkung von den Produkten ist toll, ich hatte da auch mal eine Augencreme verwendet, aber ich mag den Duft nicht, weil das sehr, sehr kräuterig ist. Ist nicht ganz so meine Welt. Auch in der Nummer 10 haben wir wieder einen Parfum mit enthalten. Hammer, oder? Das ist Mercedes-Benz Woman in Red. Letztes und vorletztes Jahr hatten wir das Mercedes-Benz Woman. Eau de Parfum werde ich wahrscheinlich meiner Mama geben, weil ihr Mann halt auch immer das Mercedes-Benz Parfum verwendet. 10 Milliliter sind hier drin und das ist auch wieder so ein Fläschchen zum Sprühen. Klasse, richtig klasse. Letztes und vorletztes Jahr hatten wir recht häufig diese Rollerballs drin. Die sind mir voll auf Keks gegangen. Habe ich alle aussortiert. Und deswegen, also ich finde es toll, ne? Ich mag lieber Sprüher. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Mögt ihr das lieber, wenn hier so Sprüher mit drin sind, wenn hier Rollerballs drin sind oder wenn es halt solche Miniaturen sind, die halt, ne, Miniatur sind und mega Aussage. Aber dafür halt weder Sprüher noch Rollerball drin ist. Schreibt mal. Ja, das habe ich auch gesehen, dass das jetzt auch quasi bei Douglas verfügbar ist. Amorelie ist hier auch mit drin enthalten in der Nummer 10, oder? Sind wir 11? 10? 11. 11. Schnapszahl. Mhm, okay. Amorelie Care haben wir hier mit dabei. Ich habe euch hier auch mal was ausgepackt. Könnt ihr mal gerne vorbeischauen, ne? Pure Pleasure Vegan Lubricant. Also das ist quasi einfach ein Gleitgel. 50 Milliliter sind hier drin enthalten. Und ich finde auch sowas gehört schon in einen Adventskalender mit da rein, wenn man einfach mal so ein kleines Augenzwinkern auch mitgeben möchte. Weil Douglas repräsentiert sich ja auch quasi mit diesem Adventskalender und ja, warum nicht auch einfach mal ein bisschen frech sein? Die Halbzeit darf gerne mal so ein bisschen was Besonderes sein. Ist es jetzt in dem Fall schon irgendwie, weil die Marke ist hochpreisig, Aveda Botanical Repair Strengthening Leave-In Treatment, 25 Milliliter. Das ist im Prinzip wie so eine Haarkur. Ne? Also ich finde es jetzt nicht für eine 12 Kabuff, Kabam, Taralalam. Also da hätten die auch das Mercedes-Benz Parfum reinpacken können. Aber wer weiß, was gleich noch so kommt. Ne? 25 Milliliter komme ich so zwei Anwendungen hin, ungefähr. In der Nummer 13 haben wir ein Produkt von 123. Das hatten wir letztes Jahr auch schon in dem Adventskalender, weil die Marke recht neu ins Sortiment eingezogen ist. Und wir hatten das auch in einer Sonderedition von der Glossybox mit drin, in der Full Size sogar. Und das hier ist einfach ein Cleanser. Ein super kleines Produkt dafür. 123 Clean, Cleaner, Cleanest, Favorite Foaming Cleanser, 10 Milliliter. Da haben wir jetzt keinen exorbitant krassen Wert, aber es ist einfach mal eine Marke, die man einfach mal ausprobieren kann, weil die ist eigentlich auch ganz gut. In der Nummer 14 haben wir ein Produkt von einer Marke, die, glaube ich, im englischsprachigen Raum mega gehypt ist. Dr. Susanne von Schmiedeberg. Hatten wir letztes Jahr auch mit drin. Ich glaube, so einen kleinen Cremetiegel oder so war das. Hier haben wir das L-Carnosin Anti-AGE, Anti-Age Cream für trockene Haut. Super kleines Produkt, 5 Milliliter. Ist für mich jetzt nicht unbedingt so ein wahnsinns großes Wow-Produkt, ne? Weil das ist schon sehr, sehr, sehr klein. Aber gut, ja, ist jetzt mit drin, kann man ausprobieren und vielleicht mal für eine Reise mitnehmen.
Guck, in der 15 haben wir jetzt auch diese Augencreme, die ich schon mal ausprobiert habe, von Anna Jaki. Die Lifting Anti-Wrinkle Eye Contour Care, die machst du halt nicht nur unter die Augen, sondern auch komplett drumherum. 7 Milliliter sind hier drin, sackenteures Produkt und schön, dass es drin ist. Wahnsinn, in der 16 ist schon wieder ein Parfüm drin, ich raste aus. Gisada Switzerland, Ambassadora for Women, Eau de Parfum, 10 Milliliter. Hallo? Ne? Es ist jetzt schon das 1, 2, 3, 4. Parfum. Krass. Komme ich mit klar, ne? Ich meine, Douglas ist ja auch eine Parfümerie. Schlau. Sehr schlau, Claudia. Wow. Auch hier wieder ein Sprüher. Geilomat. Das ist toll. Und da ist irgendwie gefühlt dann, ne, für jeden was mit dabei. Ich weiß jetzt nicht, wie die Duftrichtungen so sind, aber so von der Aufmachung her hätte ich gesagt, das eine ist so ein bisschen fruchtiger, sportlicher, weiblicher, abendlicher. Geil. Also der Adventskalender gefällt mir. Hier haben wir nämlich einfach nochmal ein Parfum mit dabei. Hier aber dieses Gisada Ambassador for Men. 10 Milliliter finde ich auch nett, dass an die Männer gedacht wird. Ich hätte jetzt eigentlich aus dem Bauch heraus gesagt, auch wenn ich mir den Adventskalender so angucke, ist das eigentlich hauptsächlich eher so auf Frauen gemünzt, ne? Aber wenn ich jetzt nochmal mit diesem Hintergrundwissen drüber schaue, denke ich mir, naja, im Prinzip kannst du den Kalender auch unisex verwenden. Es gibt durchaus auch Männer, die ab und an mal ein bisschen Make-up verwenden oder ein bisschen mehr wie Maxim zum Beispiel, Maxim Giacomo, ne? Deswegen, ich finde das super charmant. Gut, wir hatten dann jetzt sonst nur Frauendufte mit hier drin, aber hier auch einen Männerduft reinzupacken, finde ich nett, ne? Rituals macht das in die Adventskalender ja auch ab und an, dass da nicht nur Frauensachen drin sind. Wow, das riecht richtig gut. Und ich packe ja auch Adventskalender für Männer, ne? Das ist cool. Das ist richtig, richtig cool. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche bei der Nummer 18. Ich habe hier so ein Glasfläschchen drin, was mir optisch irgendwie bekannt vorkommt. Cake Bond Days Bay. Ein CBD-Mundspray. Ja, irgendwoher habe ich das schon mal gesehen. 500 Milligramm CBD sind hier enthalten, 10 Milliliter. Und ja, ne, sowas ist ja zu Beruhigungszwecken auch sehr gut. Ich habe gehört, dass es gegen Migräne helfen soll. Ich benutze sowas ganz gerne bei Menstruationsschmerzen oder sowas oder bei Unruhezuständen im Allgemeinen. Und ja, das hier kannst du dir dann einfach in den Mund reinsprühen. Ich gebe mir normalerweise sonst ein paar Tropfen einfach unter die Zunge und lasse es da ein bisschen einwirken. Und wir haben hier sogar einen Beipackzettel mit dabei. Finde ich gerade bei so einem Produkt wichtig. Gechillt geht's jetzt weiter zu Nummer 19 und da haben wir auch schon wieder so ein Klopper-Vieh drin. Estee Lauder Advanced Night Repair Synchronized Multi-Recovery Complex und hier sind drin 7 Milliliter. Das ist ein Serum, was man so nachts verwendet, einfach nach dem Toner und vor der Nachtcreme. Habe ich in groß tatsächlich noch da, deswegen wird das auch weiter wandern. Aber mega krass, das ist auch ein sackteures Produkt, wo die Full Size irgendwie 95 Tacken oder 80 Tacken kostet. Hammer! Gut gelaunt öffne ich die Nummer 20 und entnehme diesem Riesenkläppchen mal wieder. Eyepatches von Florence bei Mills. Das ist auch irgendeine Schauspielerin und ich habe die Serie dazu damals nicht gesehen. Ist das irgendwas mit... Ah, ich will gerade Held der Steine sagen, aber es ist falsch. Game of Thrones wäre die Serie gewesen, die mir gerade entfallen ist. Genau. Und das ist cruelty-free und ich glaube sogar vegan. 4 Gramm. Und das sind so kleine, süße... Oh, ist das niedlich. Ist das niedlich. Das sind hier... Wie heißt das? Wale. Och, wie niedlich. Oh, ich möchte das haben und damit Fotos machen. Ich finde das süß. Ich finde es richtig süß. Auch wenn ich einmal Anwendung von Eyepatches unnötig finde und es einfach nachhaltiger finde, wenn das halt in Pöttchen drin ist, ne? Ist klar, wenn du da dann deine 60 Pads drin hast, also 30 Anwendungen, dass du weniger Müll damit hast. Aber das ist schon witzig. Komm, ist okay. Und auch in der Nummer 21 versteckt sich ein Produkt, was zur Gesichtspflege beiträgt. Hier muss ich ein bisschen schmunzeln, denn ich habe letztens erst einen Beitrag gesehen bei Offen und Ehrlich. Und da haben die auch über Rosenthal-Roller geredet. Das hier ist jetzt auch einer von Rosenthal. Ja, ich blende euch aber den Preis dazu ein. Ne? Das ist dieser weiße kleine, den man dann halt vor allem so an kleineren Stellen verwendet, wie zwischen den Augen, unter den Augen, um die Augen drumherum. Mit strahlenden Augen öffnen wir die Nummer 22 und entnehmen hier wieder ein Produkt, was auch letztes Jahr im Adventskalender mit drin war und was auch eine im englischsprachigen Raum mega gehypte, sackteure Marke ist, Dr. Barbara Sturm, Face Cream Rich. Und hier sind drin 20 Milliliter. Das wird ein Knallerprodukt sein. Da werden wir einen krassen Wertgleich hier stehen haben da. Und Hammer, ne? Also ich habe die Creme von Dr. Barbara Sturm
letztes Jahr auch, Anfang diesen Jahres dann auch verwendet oder Ende letzten Jahres, ich weiß es nicht. Ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht so ein Kabäm-Gefühl gehabt, ne? Aber es ist schon edel, wenn du sowas verwendest, wobei so ein Tübchen jetzt nicht so super edel ist. Aber zum Ausprobieren und zum Gucken, ob einem die gefällt und die Qualität und so, ne, kann man das auf jeden Fall mal sich anschauen. In der 23 hauen die einfach mal eine Full-Size von einem Continuous-Setting-Mist von Morphe rein. Finde ich witzig, finde ich geil. Wobei Mini ist das, ne? Die Mini-Größe davon, 36,8 Gramm. Finde ich aber schön, muss ich wirklich sagen. Das ist die Mutter der Continuous-Setting-Mists. Aber ja, die Marke an sich finde ich so, kritisch, aber ich finde das Produkt gut. Also das habe ich auch schon mal leer gemacht. Da hatte ich, glaube ich, die Pride-Variante davon. Und ja, ist halt das gleiche drin gewesen, nur ein anderes Design halt, ne? Aber finde ich echt gut, dass es hier so in der 23 sich versteckt. Also schon bislang sehr abwechslungsreich, aber die 24 möchte ich mit euch gemeinsam öffnen. Die ist nämlich sehr klein, aber das heißt ja nicht, da kann ja auch was Krasses drin sein. Ja. Diese Geräusche immer, ne? Also, wir haben erfahrungsgemäß ja auch immer eine Parfümminiatur drin. Und das hier ist jetzt von MCM. Oh mein Gott, was ist das? Marc Jacobs? Nein. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, muss ich wirklich gestehen. Ja, also auch das ist halt eine Miniatur. Das hier wird auch kein Sprüher sein, was ich wiederum sehr schade finde. Aber gut, ne? Auch das werde ich aufbewahren und dann demnächst in eine Verlosung geben. Vielleicht sammle ich auch wieder Miniaturen und wenn ich sie alle zusammen habe oder halt einen Adventskalender voll habe, kann ich die dann auch verlosen. Ich kriege es auch gerade nicht auf. Sieht aus wie ein kleines Täschchen. Ist bestimmt auch total klasse und so, ne? Aber leider kein Sprüher. Egal. Ihr Lieben, was ein Adventskalender. Boah, ja, mein Hintern ist eingeschlafen. Es tut mir leid. Hammer. Also wir haben richtig viel Parfum hier drin, was ich feiere. Wir haben hier tolle Pflege drin. Abwechslungsreich. Also ich finde, Douglas hat sich damit sehr gut repräsentiert. Muss man wirklich sagen. Also klasse Adventskalender. 59,99 kann man machen. Die haben auch immer wieder diese Rabattaktion. Am besten guckt ihr mal. Habe ich nämlich auch schon auf Insta geteilt. Sonntagabends vorbei. Der Adventskalender wird ja noch ein bisschen verfügbar sein. Und wenn ihr sonntagabends mal schaut, da haben die immer so ab 10 Uhr ungefähr, ab 22 Uhr, krasse Rabatte. Und da könnt ihr auch den Adventskalender 25% oder 30% sogar günstiger bekommen. Ne? Dies als kleiner Tipp am Rande. Gilt übrigens auch für Flaconi und so, ne? Und gilt auch für alle Adventskalender, die man dort kaufen kann. Das ist schon ein wichtiger Tipp, Leute. Ich habe den auch 25% günstiger gekriegt. Ja, wie gesagt, bin begeistert, empfehlenswert. Schaut ihn euch an, wenn ihr Bock habt. Und wenn ihr auch Bock habt und euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.